Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Cedric Köster und wir sind heute hier bei einem Direktseher in Sachsen-Anhalt. Die ersten Flächen von ihm sind bereits seit 6 Jahren in No-Till. Und das möchten wir uns heute mit einer Spatenprobe anschauen. Hier haben wir nun unsere Bodenprobe. Hier erkennt man ganz gut, dass es wirklich Direktsaat ist. Hier liegt noch Maisstroh von vorletztem Jahr. Die Gerste steht nämlich jetzt nach Erbsen und vor den Erbsen war Körnermais. Dann generell hier einmal ein Blick auf die Bodenoberfläche, welche natürlich gräulicher ist wegen der Trockenheit, weil es austrocknet. Hier haben wir auch ein bisschen Moos, was wächst und einfach auch Photosynthese betreibt. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick in den Boden. Hier sehe ich gerade, hier haben wir einen schönen Regenwurmgang. Ich hoffe, man erkennt das. Eine sehr schöne Röhre. Jetzt brechen wir mal hier die Wurzeln auseinander. So. Sehr leicht, ist dann auch ein sehr, sehr sandiger Boden, also nicht besonders hohe Bodenpunktezahl, aber trotzdem auch hier schon sehr viel Wurzelmasse bei dieser Wintergerste. Gut entwickelte Pflanzen. Kennen wir auch ganz kleine Bröckchen von der Regenwurmlosung, Regenwurmausscheidung. Die Wurzeln gehen gerade nach unten. Wir haben hier kaum irgendwelche Störhorizonte drin. Und es, ja gut, weil es eben auch Sand ist, zerfällt es auch ziemlich gut. Aber trotzdem, dieser könnte natürlich auch dicht lagern. Wie gesagt, wir sind hier seit 6 Jahren in No-Till bei diesem Feld und ja, ist trotzdem sehr lockerer Boden. Auch weiter unten hält sich das Ganze in Grenzen, hat sich besetzt der Sand, aber ja. Man darf hierbei nicht vergessen, dass wir hier auf einem sehr professionellen Betrieb sind. Wir haben hier Crosslot, Reifenregler und eben Control Traffic Farming, was eben dafür sorgt, dass der Boden sehr gut geschont wird von den Erntemaschinen und dann eben auch Verdichtungen größtenteils vermieden werden. Nun schauen wir mal mit der Bodensonde, wie gut wir hier in den Boden reinkommen. So, am Anfang ist es eher tendenziell immer etwas fester in der Direktsaat, weil sich der Boden natürlich setzt mit der Zeit. Aber es geht jetzt hier sehr gleichmäßig und auch relativ leicht, langsam immer tiefer, gemütlich rein. Und jetzt bin ich ein kurzes Stück gerutscht, aber jetzt stehe ich auf dem Stein. Jetzt komme ich hier auch nicht weiter. Gucken wir mal, wie tief wir waren. 10, 20, 30, 40. 40 cm tief, deswegen sind ja auch keine besonders guten Böden hier. Probieren wir es noch mal an einer etwas anderen Stelle. Auch hier wieder am Anfang relativ fest. Da ist jetzt auch wieder ein flacherer Stein. Man hört es schon fast schon knirschen. Auch hier wieder 10, 20, 30, 40. Man kommt problemlos rein und so auch eben die Wurzeln. So, dann schauen wir mal hier mit der Spatenprobe rein. So, guck mal hier runter. Man sieht hier auch das Plattengefüge, die Oberbodenverschlemmung hier oben.
Das löst sich hier so runter wie ein Puzzlestück. Machen den Teil mal weg. Alte Maiswurzeln drin, die eingearbeitet wurden. Aber auch hier, das bricht plattig auseinander. Die Gerste hat ganz gut durchwurzelt, war ja auch ein sehr lockerer Boden, weil ja hier gegrubbert wurde vor der Aussaat. Auch hier sieht man diese Dreadlocks an den Wurzeln. Aber Regenwürmer sucht man hier meistens vergeblich. Mal schauen, ob sich hier nicht doch noch einer versteckt hat. Man tut sich auch schwer, die Regenwurmgänge zu finden. Ah, hier war ein kleiner. Grundsätzlich der Boden, wie gesagt, es ist sehr sandiger Boden hier. So, nun machen wir die Bodensonde. Stecken wir mal hier in die Mulchsaat rein und gucken, was wir da dann bei merken. Geht sehr leicht rein, nach kurzem Widerstand am Anfang, wahrscheinlich die Verschlemmung. Aber jetzt tut man sich ziemlich schwer. Nope, da ist die Bearbeitungstiefe. Da sind wir hier bei 10, 20, 25. Typische Bearbeitungstiefe hier in der Region. Wahrscheinlich der Grubberstrich nochmal an einer anderen Stelle. Auch anfänglich sehr, sehr leicht. Deutlich leichter als bei der Direktsaat. Aber dann. Nope. 10, 20, naja, fast 30. Aber dann war auch Ende. Also, was wir gesehen haben, ist auf der Direktsaatfläche, wir können etwas bessere mikrobielle Aktivität sehen im Boden, die eben eine Krümelstruktur aufbaut. Wir haben keine Verschlemmung an der Oberfläche, Wasser kann gut infiltrieren. Und hier auf der Mulchsaatfläche im Vergleich haben wir einen überlockerten Oberboden. So. Um das Gezeigte jetzt nochmal richtig auswerten zu können, muss man vorab ein paar Standortinformationen haben. Die sind zum einen, dass der Betrieb zum Teil sehr, sehr sandige Böden hat und zum anderen, dass der Jahresniederschlag im Durchschnitt der vergangenen Jahre bei nur 450 mm lag. Und dazu kommt noch, dass es häufig eine ausgeprägte Frühsommertrockenheit gibt und damit wird sehr, sehr schnell klar, dass Wasser hier der begrenzende Faktor ist, auch beim Bodenaufbau. Ich sage das deswegen, denn wenn ein Betrieb 650 mm Jahresniederschlag oder mehr hat und die dann auch noch einigermaßen brauchbar verteilt sind, dann bietet das natürlich ganz andere Möglichkeiten. So, kommen wir nun zur eigentlichen Auswertung. Das Ergebnis der 6 Jahre Permanent No-Till ist ganz klar ein deutlicher Bodenaufbau und damit auch ein Aufbau der Bodenbiologie. Das ist jetzt mit dieser einen Spatenprobe ein bisschen schwierig abzubilden, aber es ist ganz klar erkennbar. Zusätzlich ist die Wassereffizienz deutlich gesteigert, auch schon in diesen 6 Jahren. Erstens, weil durch den Verzicht auf mechanische Bodenbearbeitung kein Wasser verloren geht und zum anderen, weil der doch schon deutlich intaktere Boden das Wasser wesentlich besser aufnehmen und speichern kann und damit haben die Pflanzen es dann auch zur Verfügung, wenn sie es brauchen. Außerdem kommt dazu noch eine zum Teil drastische Kostenersparnis im System Permanent No-Till und die Betonung liegt hier auf System, einfach aufgrund der Tatsache, dass auf mechanische Bodenbearbeitung verzichtet wird und das resultiert dann in weniger Arbeitsgängen und damit verbunden weniger Kosten, Stichwort Dieselkosten, weniger Maschinenkosten, weniger Arbeitszeit und langfristig kann man im System Permanent No-Till auch sehen, dass die Pflanzenschutzaufwandmengen deutlich zurückgehen, einfach aufgrund von gesünderen Beständen. Unterstrichen wird die Tragweite des Systems Permanent No-Till dann auch nochmal darin, dass auf diesem Standort mit wirklich Wassermangel die Erträge zum Teil sogar höher sind als in der Mulchsaat, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Permanent No-Till-Bestände noch Wasser haben, während die Mulchsaatbestände schon keins mehr haben.
Als Fazit kann man hier also sagen, dass das System Permanent No-Till agronomisch, ökologisch und vor allem aber auch ökonomisch mittelfristig und langfristig um Längen gewinnt.